Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Running Red. Wir sind ja hier letztes Mal am Portal stehen geblieben. Ich würde ehrlich gesagt gerne mal wissen, was drüben so abgeht. Wir machen es jetzt so, damit ich keine Fackeln brauche. Pflaster ich die Steinchen einfach unten hin. Zack. Und gehen darüber. Und dann kann ich hier gar nichts spawnen. Wie ich ja vergessen hatte. Und den noch nicht ausgeführt. Nutzen wir das doch direkt aus. Vielleicht müssen wir das sowieso später hin. Man weiß es nicht. Wurde auch schon in den Kommentaren geäußert, dass man da vielleicht hin müsste. Ich kann ja schon mal den Weg dorthin ebnen. Aber eigentlich müssen wir immer noch zur Netherfestung und nochmal runterschauen. Ich weiß nur noch nicht, wie ich da heil lebend unten ankommen will und vor allem auch wieder zurückkommen möchte. Das wird sich dann hoffentlich noch herausstellen. Wie weit ist denn das? Das ist gar nicht so weit. Ich würde mal kurz den hier machen. Kann ich ein bisschen regenerieren. Ich habe ja ein paar extra Herzen. So, ich muss jetzt halt bloß aufpassen, dass ich halt irgendwann auch nach links gehe. Natürlich ist da drüben ein Skelett, ist das so klar? Ich könnte auch warten, bis Tag wird, vielleicht wird das sogar besser. Ich kann schon mal den Weg hin machen, muss jetzt aber nicht zwingend ganz in die Nähe kommen, sodass ich vom Skelett abgeschossen werde und einen unschönen Tod sterbe. Das wäre mir nicht so genehm. Übrigens, frohes Neujahr müsste ich jetzt eigentlich nochmal wünschen. Heute ist für mich der 2., ihr werdet es morgen sehen. Das Video ist am 3., Moment, morgen ist schon Samstag. Ja doch, morgen ist Samstag. Demnach ist dann für euch ja auch schon Neujahr. So wie für mich. So, jetzt weiß ich nicht, wie viel näher ich jetzt noch darf. Wie spät ist es denn? Wo ist denn hier der... Natürlich ist es mitten in der Nacht. Okay, gut, dann lassen wir mal das Skelett da drüben Skelett sein und... Ich habe so ein bisschen Angst, immer noch runterzufallen. Ich verziehe mich mal zurück in den Nether. Ich könnte da vielleicht noch ein bisschen die Plattform ausbauen. Damit ich das nächste Mal nicht direkt runterfalle. So, 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 so. Ein bisschen hier. Dann ein bisschen hier. Vielleicht dann noch eine extra Lage. Und hier auch noch ein bisschen. So. Wir gehen wieder zurück und schauen wir mal, ob ich es irgendwie hinbekomme, unten heil anzukommen. Ja. Yeah. Ich muss ja genau dahin, wo die ganzen Places sind. Ich habe keinen Pfeil und keinen Bogen, gell? Wie zur Hölle soll man das schaffen? Wenn wir die... Ach scheiße, die Places können hier schießen. Wollen wir mal überlegen. Ja, die haben mich entdeckt. Die haben mich entdeckt. Die haben mich entdeckt. Oh, fuck. Ich muss weg. Obwohl, eigentlich könnte ich... Ah, shit. Fuck it. Ne, ich will mal was probieren. Ich brauche dazu aber einen Eimer. Ich kann hier zwar kein Wasser vergießen, aber kann ich Blut in die Hölle schütten? Um mich damit darunter zu lassen. Das würde mich jetzt mal kurz interessieren. Ich muss mal kurz zurück und mir Blut holen. So ein Eimerchen. Ah, ich muss kurz wieder futtern. Ist ja auch immer der spannendste Weg hier von hier zurück. Ach du Scheiße. So ein bisschen Angst, dass ich runterfalle. Deswegen renne ich eigentlich nicht. Okay, probieren wir es trotzdem nochmal. Aber solange mein Fadenkreuz immer schön auf dem Weg ist, sollte ich eigentlich nicht runterfallen können. Doink, doink, doink. Oh Gott. Das ist sicher, das ist sicher, das ist sicher, das ist sicher, das ist sicher. Ich bin ein Wildschwein, du bist ein Wildschwein, du bist ein Wildschwein. Oh Gott, okay. Hier ist auf jeden Fall sicher. Auch schön beleuchtet, auch wenn es jetzt inzwischen gar nicht mehr vonnöten wäre.
So. Gehen wir nochmal zurück und holen mal so einen Bluteimer. Ach, ist ja auch Nacht. Lassen wir es vielleicht mal kurz Nacht. Was habe ich gesagt? Ich brauche Blut. Ein Bluteimer. Ein Eimer habe ich. Ich hätte sogar noch ein Bucket of Life. Voll. Ja, lassen wir es mal dahin. Probieren wir es mal. Hier kann ich den schon so also sagen. Ich mache jetzt mal kurz den hier. Okay, fällt sich wie Wasser, fließt. Okay, schauen wir mal. Wie das hier sich in der Hölle verhält. Ich wollte nur mal sicher gehen. Was passiert, wenn ich jetzt sage... Es geht auf jeden Fall. Okay, cool. Vielleicht klappt das dann damit. Probieren wir es aus. Vielleicht kann ich mich das sozusagen herablassen. Okay, wollte bloß schauen, ob ich noch Steine habe, Kobbel habe, Slabs habe, um mich zur Not auch einfach wieder hochbauen zu können. Fackeln hätte ich, so ein bisschen zum Ausleuchten. Was wir auf jeden Fall tun werden muss, wenn ich da unten bin. Ah, dieser lange Weg, ey. Geht einen schon ein bisschen auf den Geist. Okay, da kann man rechts abbiegen gleich. Aber trotzdem haben wir das Gefühl, man fällt jetzt irgendwie gleich links oder rechts runter. Auch wenn das gar nicht sein kann. So, erstmal noch kurz was essen. Ein Proviant schöpfen. Ich mag diese Kurven hier nicht. So, Concentration. Aber wenn die ganzen Blazes nicht wären, dann würde ich sagen, ja, gut, es wäre durchaus möglich. Oh, es ist ja unglaublich da unten. Kann ich nicht Blazes von überall ausschalten? Also ein bisschen Angst, dass ich runterfalle. Machen wir mal so. Hier dürfte ja auch nichts spawnen, gell? Damit ich sozusagen so ein bisschen Backup habe, weil ich habe so Angst, dass ich von so einem Blaze runtergeschossen werde. Moment, hier darf... F7, ja genau, hier darf nichts, hier kann nichts spawnen. Sicher, sicher. Lieber einmal mehr schauen, als einmal zu wenig. So. Der Blaze da unten dampft. Ich glaube, der hat Probleme. Verdauungsstörungen, keine Ahnung. Und Skelette sind da unten ja auch. Das ist doch zum Kotzen. Also ein bisschen mehr zur Festung hin würde ich dann schon gern noch. So, 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 so. Dann vielleicht hier noch absichern. Gut, dann fühle ich mich ein bisschen besser. Wo fließt es dann jetzt hin? Ich glaube, ich bin noch nicht ganz über das Ding drauf. Na, scheiße, ich bin noch gar nicht drauf. Und noch ein paar Slabs. Muss noch ein bisschen nach vorne. Okay, die Blazes haben mich noch nicht getriggert, Gott sei Dank. Ich hoffe, das bleibt noch ein bisschen so. Vor allem durch den Bluteimer kann ich mich jetzt auch löschen, wenn mich die Blazes anzünden. Das ist eigentlich ganz praktisch. Ich würde gerne doch noch ein bisschen näher ran. Na, jetzt. Jetzt wird's spannend. Ach, noch eins geht. Shit. Ah, wieso treffe ich gerade nicht? Ich verziehe gerade so ein bisschen die Maus. So. Der Base hat mich gesehen. Fuck. Scheiße, ich habe auch nichts entgegenzusetzen. Fuck, ich bräuchte halt irgendwie Fernkampfwaffe. Hab ich halt gar nicht. Ich kann halt nur hoffen, dass jetzt... In die Nähe gemacht. Shit. Oh, vor lauter Panik mein Schwert weggeschmissen. Das ist jetzt echt doof. Wow, fuck. Ja, ich habe bloß Angst, dass ich runtergeschmissen werde, deswegen schnell mal hier. Ist nämlich alles so unsicher.
So, bin ich hier so mal so halb, so semi-sicher. Wenn die Viecher hier mal näher rankommen. Hab ich echt keine? Vielleicht müsste ich halt wieder zurückhüpfen, gell? Nachzuschauen, ob ich eine Fernkampfwaffe habe. Ich kann die Dinge auch nicht zurückschlagen. Das ist ja nicht wie bei einem Ghast. Wow. Die verlieren auch nicht ihr Tracking, gell? Da muss ich schon ein bisschen weiter weg. Wissen die mich hier noch ab? Gebe ich noch so ein bisschen Angst, dass ich runterfalle. Shit. Brauch wirklich was mit Fernkampf. Sonst bin ich hier echt verloren. Obwohl, ich muss falsch... Aua, schnell dahin. Puh. Kusch. Oh, sie gehen wieder runter. Nein, sie kommen wieder hoch. Oh, es ist doch zum Kotzen. Oder ich probiere es vielleicht doch nochmal da. Es ist auch nicht viel besser. Weil dann müsste ich da irgendwo hin, aber da sind auch so extrem viele Blazes. Die Blazes stören halt hart. Könnte natürlich. Sag ich nehme mal so einen OP-Apfel. Das ist kein OP-Apfel. So eine P-Apfel und stürze mich einmal ins Getümmel. Bloß ich weiß nicht, ob ich da heil rauskomme. Und ehrlich gesagt, ich habe nur noch zwei Leben und ich will es eigentlich nicht riskieren, aber ich muss, glaube ich, bald. Ah, sonst komme ich hier nicht weiter. Ich schaue jetzt nochmal, ob ich irgendwie Pfeil und Bogen noch daheim habe. Ich muss die irgendwie abschießen. Und von dummen Glotzen wird das nix. Ah, tut mir leid, dass ich jetzt nochmal hier durch die öde Hölle muss. Auch dieses rote Geflimmer. Ich brauche, glaube ich, eine Fernkampfwaffe. Sonst wird das, glaube ich, herzlich nichts. Herzlich nichts. Herzlich wenig. Ach. Oder doch den OP-Apfel nehmen und Harakiri. Kamikaze, wie auch immer. Kamikaze rein. Wobei Kamikaze eher dumm ist, weil, wie gesagt, ich brauche halt zwei Leben. Ich habe nur noch zwei Leben. Die würde ich dann doch gern noch behalten. Weil ich habe ja schon so viele Leben verbraucht, unnützerweise. Ach, es ist nicht so einfach. Also wenn die ganze... Wäre diese Restriktion mit den zwei Leben jetzt nicht noch, werde ich gesagt, ach komm, scheiß drauf, ich probiere es einmal. Aber so wird man, ist man doch ein bisschen vorsichtig. Das ist die Frage, kann ich das überleben? Ich habe eine volle Eisenrüstung. Wenn ich einen OP-Apfel nehme, habe ich eine ganze Weile Absorption. Ich glaube, Fire Protection habe ich, glaube ich, auch. Ich habe nur zwei davon. Jetzt die Frage. Machen wir es anders. Wie viel... Ich habe 9 Pfeile. Das ist jetzt nicht viel. Aber was? 9 Pfeile. Das ist eigentlich gar nichts. Kann ich mir noch Pfeile machen? Ich habe hier Federn. Hier mache ich mir nochmal Gravel. Nein, wie mache ich mir... Nicht aus was mache ich mir Gravel, sondern wie mache ich mir Gravel. So rum. Falsche Taste. Ja, das Compressed Gravel. Enrichment Chamber habe ich gerade nicht aus einem Crusher. Habe ich eigentlich auch nicht wirklich. Combiner. Mit Gunpowder. Wie kriege ich. Green kann ich nochmal Gunpowder herstellen? Gunpowder mit Gunpowder und Sand. Ich bräuchte eigentlich mal. Moment, machen wir mal anders. Steam Dynamo, kann ich den herstellen? Nein, ist ausgestellt. Puh. Das Rezept lässt sich nicht aufrufen, also kann ich das... Oh, fuck it. Dann kann ich wenigstens noch zwei... Wenn ich da zwei nehme, habe ich... Oder wie ging das? Ging das überhaupt so? Nee. Ging das nicht so? Mit dem Kies herstellen?
Da fehlt irgendwas. Ach, Stone, not Sand. Komm, dann gib mir halt noch ein bisschen Kies. Doch, doch, die Herzen habe ich noch, weil es nicht angezeigt wird. Sechs Gravel, komm schon. Ich brauche jetzt die Flints daraus. Wie viele Pfeile habe ich? Wie viele Federn habe ich? 7. Wo Federn hier das geringste Problem ist. Zap. Ein Flint. Habe ich überhaupt einen Bogen? Das bringt ja eigentlich alles nicht, wenn ich keinen Bogen habe. Oder habe ich zumindest Strings? Okay, Strings hätte ich genug. Also Bogen sollte jetzt nicht das Problem sein, das sind halt die Pfeile. Komm, ich mache mir mal kurz einen. Ah, shit, das ist... Ach. Das auch noch. Ich wüsste gern, wie viel da drin ist. So, mach ich einfach ein paar Mal den hier. So. Ah, gerade habe ich noch so einen geguckt. Ja. Machen wir mal eine fette Sättigung rein. Dann müsste das auf jeden Fall hier fertig werden. Gut, her damit. Ah, Gott. Machen wir mal kurz eine Schaufel. Gut, und ich versuche jetzt hier ein bisschen Kies rauszusammeln und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao.